Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Hier bei Mac, den Hintergrund kennt man doch eigentlich von jemand anderem, oder? Ja, richtig. Das G steht heute für Global. Wir sind heute in Österreich und wir schießen mit der Scorpit und dem AOX Scope. Und wenn du das sehen willst, dann bleib dran. Scorpit hat reichlich Geld gekostet und jetzt ist die Kiesgrube futsch. Und ich kam kaum dazu, das Ding mal richtig auszuschießen. Jetzt bin ich hier heute beim Eric zu Besuch und kann hier reichlich Distanz endlich mal machen mit dem Ding. Ich benutze heute hier den Short Rope Cocker. Das heißt, hier habe ich keinen Flaschenzug. Das heißt, das kostet wesentlich mehr Kraft. Aber das ist trotzdem hier relativ einfach zu machen, weil die Scorpit ist ja Reverse Draw und Compound. Daher kommt die Kraft, nicht von den Pfund. Denn tatsächlich hat das Ding nur 130. Naja, wie dem auch sei, wir schießen das Ding einfach mal. Jetzt hier auf 40 Meter. Und gucken mal, ob wir da überhaupt was treffen können mit. Das ist auf jeden Fall eine Full-Size-Armbrust, voll nach meinem Geschmack. Sie ist leicht, also sie wiegt nicht so viel. Sie ist natürlich stark, aber sie ist auch nicht so übertrieben stark. Und sie lässt sich schnell spannen. Und auch relativ leicht und vor allem halt ohne diesen Flaschenzug. Pfeile, die ich heute benutze, sind ebenfalls von Archaeopteryx. Und ich mache hier einfach mal den ersten. Die Zielkamera läuft bereits. So. Und das ging direkt ins Bullseye. Fängt schon mal gut an. Ich hoffe, wir zerschießen uns jetzt hier nicht die Pfeile. Wir gucken einfach mal. So, und der zweite. Ja, hier habe ich ein bisschen rumgetanzt im Ziel. Nicht anständig stabilisiert bekommen. Und das sieht man auch, der ging ziemlich daneben. So, das ist jetzt der letzte, den ich schieße, sonst wird es mir zu heikel, weil die Pfeile sind relativ teuer und die möchte ich natürlich nicht zerschießen. Das wäre sehr schade. Okay, dann gucken wir mal uns das Ergebnis an. Ich meine, ihr kennt es ja eh schon wieder, weil ich ja wieder eine Zielkamera habe. Aber gut, ich habe es natürlich noch nicht gesehen und wir gucken uns jetzt erstmal an, ob das so passt oder ob wir noch was justieren müssen. Ja, die Kappe. Entschuldigung, dass ich heute wieder eine Kappe anhab. Ich weiß, da gab es
mal Kommentare von wegen böser Mann mit dem großen schwarzen Bart und einer dunklen Kappe, ganz, ganz böse. Ja, nein, es ist halt einfach, die Sonne scheint und ich will schon was sehen, was ich hier mache. Ne? So, also mich beschleicht so ein bisschen der Verdacht, dass ich tatsächlich beim ersten einen Fehler gemacht habe und der Rest, Alter, okay. Ja, also ist tatsächlich so, der erste ging halt durch Glück hier rein, aber die Gruppe ist eindeutig hier und die ist auch echt eng, auf 40 Meter, krasse Nummer. Also ich würde jetzt mal ein Klick, na, zwei Klicks nach unten machen und vier nach rechts. Ich denke, das sollte zum Erfolg führen und ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht die Pfeile geschrottet haben. Also, der, klar, dass da nichts dran ist. Oh, 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 da haben sich die Schäfte schon berührt. Ich sehe es schon kommen. 15 Euro futsch. Einmal den Biegetest. Ich will natürlich nicht, dass das Ding mir platzt neben dem Gesicht. Okay, Biegetest bestanden. So, der hier. Gut, hier ist auch nichts dran. Lässt sich auch gut biegen. Nee, kein Knacken, nix. Boah, aber die Gruppe, die ist echt eng. Wow, wow, wow. Also dafür, dass ich die wieder so lange nicht geschossen habe und vor allem noch gar nicht so richtig auf solche Distanzen, bin ich damit echt zufrieden. Das ist doch klasse. Super. Super, super. So, gut. Dann machen wir direkt weiter. Wie gesagt, zwei runter, vier nach rechts. Ach ja, bei mir ist ja auch schon mal ganz schön. Aber so schön wie hier in diesen wunderschönen Bergen. Ich glaube, so schön ist es nur in Österreich, ne? Ich denke mal, ich werde in Zukunft öfters hier sein. Ich meine, ihr wisst hoffentlich alle Bescheid über unser Projekt Crossbow Dynamics. Ja, und der Firmensitz ist ja hier in Österreich. Also ganz konkret, genau hier. Bevor ich jetzt hier weitermache, erstmal die angekündigte Klickzahl. Up wollen wir nicht, wir wollen down. Und zwar, wie gesagt, zwei Stück. Jetzt machen wir die Kappe wieder drauf. Und vier nach rechts. Kann natürlich auch total falsch sein, aber ich vermute, dass es nicht so die Welt ist, dass es halt wirklich 2 und 4 sind. Mal gucken. So. Mal gucken. Wir machen eine Gruppe und dann können wir sehen, was der Fehler war, was der Ausreißer war. Wer weiß. Bei einer Excalibur, also bei einem Takt 100 Scope zum Beispiel von Excalibur, würde man es jetzt so machen, man schießt auf 20 ein, wir schießen hier auf 40 ein. Das ist an sich geil fürs Sichtfeld, aber es ist natürlich auch so, nicht jeder hat so viel Platz. Und für viele kommt dann eher nur das Takt 100 in Frage. Wobei da ist natürlich das Ding, wer gar nicht so viel Platz hat, der braucht auch gar nicht so ein Ding. Ne? Das ist das andere Ding. Das ist immer gut, nichts verstellt und die Pfeile gehen völlig unterschiedlich. Das heißt, der Fehler ist hier und nicht hier. Ja, aber gut, ich habe ja auch seit November kein Long Range mehr gemacht. Mir fehlt da ein bisschen die Übung. Mm-hmm.
Okay. Ich muss echt sagen, die ist zwar sehr gut ausbalanciert, aber das ist gar nicht mal so gut, habe ich das Gefühl. Also ich hatte gedacht, im Gegensatz zur Excalibur ist die halt überhaupt nicht kopflastig, dass das voll der Vorteil ist. Aber wenn ich so das mal 1:1 mit der Excalibur vergleiche, auf 40 Meter, mit der Excalibur schieße ich definitiv engere Gruppen. Da schieße ich mir regelmäßig die Pfeile kaputt. Aber das kann jetzt auch nur ein Gefühl sein. Vielleicht ist das einfach so ein Gewohnheitsding. Aber mal schauen. Vielleicht werden die Scorpit und ich ja auch noch allerbeste Freunde. Also ich finde sie nicht schlecht, gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde sie wahnsinnig gut. Aber ich bin halt einfach noch nicht so routiniert wie zum Beispiel mit der Excalibur oder der Stinger. Oh, nee, die kriegst du echt nicht so gut gehalten. Okay. So, ich mache jetzt mal einen im Knien. Okay. Und weil das so gut geklappt hat, machen wir direkt noch einen im Knien. Ich knie mich hier übrigens auf mein rechtes Knie, damit ich auf mein linkes Knie den Ellbogen stellen kann. Dann bin ich ein bisschen stabiler, also wesentlich stabiler als im Stand. Okay, dann gucken wir doch mal, wie wir getroffen haben. Beziehungsweise ich gucke, ihr kennt es ja eh schon. Wir sind schon wieder ziemlich eng, muss man echt sagen. Aber es fehlt auf jeden Fall noch immer einen Ticken nach rechts. Deswegen würde ich jetzt mal einfach noch mal 4 weitere nach rechts drehen. Das ist ungefähr noch das, was wir eben gedreht haben, was uns jetzt noch fehlt. Der und der waren Ausreißer, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass alle dahin gehen. So, 2 Stück sehr nah beieinander. Passt. Auch der passt. Oh. Oh nein, bei einem haben wir die Veins jetzt weg. Verdammt. Das ist natürlich immer ärgerlich mit den Veins. Schade, schade. Aber das nicht verloren, den kleben wir uns natürlich wieder. Gut, den mit den Veins lasse ich mal hier, weil den können wir jetzt erstmal heute nicht mehr gebrauchen. Der muss erstmal geklebt werden. Sonst fliegt er sonst wohin. Also von der Höhe passt jetzt wunderbar. Wir müssen jetzt nur noch einmal nach rechts drehen oder beziehungsweise 4-mal nach rechts drehen. Und ja, mal gucken, ob es dann passt. Oh no! Meine Mittelwicklung ist angekatscht. Das ist jetzt Mist, weil hier draußen in der Wildnis kann ich das nicht so schnell wickeln. Ich würde sagen, wir beeilen uns jetzt und machen das, bevor die Sehne vollends den Geist aufgibt, und dann wickeln wir die auch mal neu. Aber nicht heute. Wie konnte das passieren? Die Sehne ist relativ neu. So. Da habe ich eindeutig einen Schützenfehler gemacht. Ich habe es auch gesehen. Ich habe so ein bisschen hin und her geschwankt.
und habe, als es unten rechts war, abgedrückt. Perfekt. Da die Sehne echt nicht mehr so lange macht, mache ich hier gar keine Experimente. Ich knie mich einfach mal hin. Das ist natürlich das Ding. Reverse Draw hat immer krassen Sehnenwinkel. Dadurch leidet natürlich die Sehne auch wesentlich mehr als erstens bei einem normalen Compound oder halt sogar bei einer normalen Recurve. Ne? Das ist völlig klar. Okay, den habe ich grandios verrissen. Das sind nur 40 Meter, also gar nicht mal so viel mehr als bei der Bierdeckel-Challenge. Und ich muss ehrlich sagen, so wie ich heute schieße, würde ich nicht mal mit dem Ding den Bierdeckel schießen. Also das ist einfach so, eine Armbrust ist kein Gewehr. Und wenn man das frei stehend macht, oder wie ich jetzt hier gekniet, das ist halt kein Vergleich. Ne? Das ist schon schwer. Also ich muss sagen, mit der Stinger, die kriege ich besser gehalten. Die kriege ich besser stabilisiert. Aber gut, das sind halt auch 20, 30, 40.000, 50.000 Schuss, die ich mit der Stinger gemacht habe. Hier sind es halt 100, 200, vielleicht 300. Also ich habe das Ding noch echt frisch. So. Gut. Ob wir wollen oder nicht, ich muss an der Stelle leider echt abbrechen, weil die Mittelwicklung sich echt gut abwickelt. Die müssen wir neu wickeln. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Weil hier wird es vermutlich nicht ganz so leicht sein wie beim Fenris, dass wir einfach sagen können, wir lassen die Sehne auf dem Bogen und wickeln da drum. Ich denke, das wird hier nicht hinhauen. Ich denke, da werde ich um die Bogenpresse nicht rumkommen, leider. Problem ist, ich habe keine Bogenpresse. Und letztes Mal, als ich für die Scorpit eine Bogenpresse gesucht habe, hatte sie auch keinen Bogensporthändler. Weil, ja, das ist ja nicht das normale Maß von einem Bogen. Ne? Das ist ja wirklich sehr eng, sehr nah beieinander. Naja. Irgendwie will ich diese Runde jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Einen machen wir noch. Nee. Heute ist nicht mein Tag. Naja, wie dem auch sei. Hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst bei diesem etwas anderen Shooting-Vlog hier bei Mag. Kann gut sein, dass ich öfters hier sein werde, weil wir müssen mal gucken, wie es weitergeht mit Laserphaser und so. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen die Sache, das Damoklesschwert, was über uns baumelt. Und wenn du uns da helfen willst, dieses Damoklesschwert so ein bisschen abzuwehren, denk dran, Crossbow Dynamics ist genau dafür da. Aber bis dahin ist natürlich noch ein weiter Weg und es wird auch noch was dauern, das ist auch klar. Aber ich kann tatsächlich heute schon eine frohe Botschaft verkünden. Und zwar, es wird sehr bald ein Event hier in Österreich geben, in der Nähe von Wien. Und im Grunde würde ich mich über jeden von euch freuen, aber leider haben wir gar nicht so viele Plätze. Deswegen geh jetzt schnell mal in die Videobeschreibung. Vielleicht verlinke ich es auch hier oben beim i. Wir haben 25 Plätze frei. Meld dich jetzt an. Mit etwas Glück bist du einer der ersten 25 und kannst zum Event kommen. Es wird im März oder im April sein, allerspätestens im Mai. Beeil dich, schnell. Es sind nur 25 Plätze da. Und wenn du dabei sein willst, dann solltest du dich jetzt dafür anmelden. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei Mag. Modern Archery Germany. Ach komm, scheiß drauf. Einen machen wir noch.
zugeklappt. Bullseye! Ha! Jetzt kann ich zufrieden das Video beenden. Und ciao!